Hallo, Paraguay Live, ich bin der Pit und wie immer aus dem sonnigen Paraguay herzliche Grüße aus dem individuell geplanten Haus bei uns in Piribebuy. Das Thema kommt sofort. So, um der Sonne etwas zu entgehen, wollte ich heute mit euch über Tiefbrunnen sprechen, beziehungsweise grundsätzlich auch über Trinkwasserversorgung. Das ist auf jeden Fall Thema, was ihr oft bei mir, vor allem bei Anrufen beziehungsweise auch per E-Mail, kommen die Fragen sehr oft durch. Deshalb eine kurze Antwort, okay? Also bleibt dran. Jetzt dazu nur mal kurz die Panorama. Das ist das fertige, mehr oder weniger Tiefbrunnen. Und da könnt ihr euch unser Panoramagrundstück jetzt etwas gegen die Sonne gefilmt einfach mal anschauen. So, also die Sonne, die ist allgegenwärtig. Also ich bin jetzt kurz vor 8 Uhr morgens auf der Baustelle und muss wirklich schon einen Platz suchen, wo ich einen halbwegs vernünftigen Schatten bekomme. Von daher Sonne und Wasser. Ja, das war auf jeden Fall das große Problem. Eigentlich mit der Sonne in Paraguay etwas weniger, aber Wasser schon. In manchen Stellen in Paraguay gibt es halt kaum oder kein Trinkwasser. Also bitte beachten. Gleich kommen einige Ratschläge, bleibt dran. So, also ich werde mich beziehen auf hier, auf das Region Cordillera, also Gebirgskette, vor allem hier bei uns in der Stadt oder um die Stadt Piribebuy, wo wir wirklich also keine Wasserprobleme haben. Es geht um Trinkwasser und bitte, 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 das ist das A und O. Deshalb, wie gesagt, auch in unserem Neubaugebiet raten wir fast immer einen eigenen tiefen Brunnen zu bohren bzw. zu erstellen, damit die Wasserversorgung auf jeden Fall gesichert ist. So, also jetzt zeige ich euch praktisch den fertigen Brunnen. Also in diesem Fall sind es 100 Meter, also Tiefenmeter. Und man sieht, dass auch die Arbeiter, also ich, also auch andere, im Prinzip das Wasser schon zum Trinken nehmen. So, das ist eine kleine Pumpe hier aufgebaut, die jetzt 2 Tage ungefähr laufen wird. Da kann man diesen Tiefbrunnen sehen, erstmal unbefestigt. Das ist das Kunststoffrohr, der komplett durchgeht. Und da kann man ja sehen, das ist so diese Wasserrinne entstanden im Prinzip, ja, durch den Sand, der aus dem Tiefbrunnen kam, und hier kommt das volle Wasser. Also man kann es jetzt so sehen, gerade mal gebohrt und schön kalt. Und frisch. Einfach herrlich, einfach herrlich. Kann man nur genießen. So, da wird noch an dem Dachstuhl so nebenbei dran gearbeitet. Also richtig vor Ort. Man sollte sich wirklich die Jungs mal anschauen, wie gut sie arbeiten, beziehungsweise auch wie toll die gegen die Sonne eben geschützt sind. Ja, also man kann es auf jeden Fall
top erkennen. So, kommen wir aber schon wieder zum Thema Wasser. Also grundsätzlich gibt es bei uns zwei Möglichkeiten. Einmal ist einen eigenen Tiefbrunnen bauen zu lassen, beziehungsweise auch bohren zu lassen. Ich meine, die Tiefe ungefähr 80 bis 100 Meter in der Tiefe sollten es schon werden. Weil wie gesagt, diesen Tiefbrunnen baut man nicht einmal im Leben oder sollte man es einmal im Leben bauen und nicht bei irgendwelchen Wassertiefständen zum Beispiel Probleme bekommen. Aber wir alleine leben hier 19 Jahre, fast 20 Jahre hier in Pirihuapuy in Paraguay, haben wir einen Tiefbrunnen auch von 100 Meter Tiefe und haben bis heute absolut keine Wasserprobleme, also was Trinkwasser angeht. So oder so Trinkwasser in Top-Qualität, wie ihr gesehen habt und auch an uns sehen könnt, bei 100 Meter ist alles top gesichert. Was noch sehr wichtig ist, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass bei uns hier im Raum Piribebuy spreche ich, also Cordillera Departamento, Cordillera, um die Stadt Piribebuy gar keine Wasserprobleme gibt. Ich weiß, dass in Chaco, ja, oder auch im Großraum Asunción oder auch im Ypacaraí-See, was viel tiefer liegt. Also wir in Cordillera liegen natürlich schon höher. Also das sind 300 oder über 300 Meter. Und wenn man natürlich tief liegt, sollte man auch das Wasserproblem beachten. Also ohne Wasser, habe ich damals ja schon gesagt, existiert kein Leben. Und wirklich bei so hohen Temperaturen und wenn man noch Vieh hat oder Garten hat oder auch einiges vorhat, und mit Wasser hat man vieles vor, ihr habt Garten, ihr wollt irgendwie Tee trinken, Kaffee etc. etc. Also Trinkwasser ist das A und O, man beachtet das nicht. Also bitte nicht vergessen, hier in Piribebuy gibt es überhaupt gar keine Probleme damit und das haben wir schon oft bewiesen. So, also von daher wollte ich ja noch kurz mich verabschieden. Falls Sie Fragen bezüglich Tiefbrunnen oder Wasserqualität oder grundsätzlich Kosten, sage ich auch mal zum Schluss ungefähr, was es kostet. Oder kann ich im Prinzip jetzt sagen, also ihr könnt ungefähr jetzt, ich sage mal, zwischen 7.000, 8.000 oder 10.000 Euro ungefähr für das Ganze drumherum rechnen. Also ein Tiefbrunnen, Pumpe etc. etc., das ist schon mal wichtig. Also auch den Wassertank, also diesen kompletten Service, okay? So, sorry, ich muss mich wieder irgendwo im Schatten stellen, weil schon kurz um 8 Uhr praktisch heute gar kein Schatten. So, also ich hoffe, ich habe euch geholfen. Also Trinkwasserversorgung, Wasser grundsätzlich ist eine wichtige Sache. Bitte beachten, bevor ihr irgendwelche, ich sage mal, falsche Schritte macht. Ja, und kauft sich ein Grundstück, wo kein Wasser vorhanden ist. Und glaubt mir, also es gibt oft Grundstücke, wo städtisches Wasser ist. Aber was nutzt das? Ihr zahlt wenig, aber bekommt nie das Wasser. Oder seltenst, oder nur abends. Also bitte nicht vergessen, das ist das A und O. Damit es nachher keine Probleme gibt. Also, bei Paraguay Live Team bedankt sich, ich persönlich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Informationen waren hilfreich. Also bei uns, mit unserem Team, könnt ihr natürlich auch in diesen Fragen rechnen. Und dann rechnen, dass wir euch natürlich helfen. Okay? Also von daher, liebe Grüße, vergiss nicht, das Video zu teilen. Falls es euch gefallen hat, natürlich Likes nach oben. Stellt die Fragen unten in den Kommentaren. Und wir sehen uns sicherlich im nächsten Video. Dankeschön, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.